Hallo ihr Lieben, ich hatte jetzt die spontane Idee, ein Laber-Quatsch-Video zu machen, weil ich hier in meinem Zimmer sitze, in meinem YouTube-Zimmer, noch habe ich ja eins, und mich jetzt so geschminkt habe und geguckt habe, was ich hier so habe, was nicht abgelaufen ist, aber was ich zum Beispiel nicht mehr vertrage. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen gestern. Ich hatte gestern eine Lidschattenpalette von Bobbi Brown, die ist noch fast voll. Le Beige, das ist eine ganz tolle Palette. Und das Handy, ne? Ich habe das Handy hier liegen. Es hat jetzt gebimmelt. Okay, ich gucke jetzt nicht, das ist wichtiger. So, also diese Palette ist noch fast voll. Und ich habe gestern mal ein Augen-Make-up damit gemacht. Und musste feststellen, im Laufe des Tages, dass meine Augenlider so gejuckt haben, dass die Augen getränt haben, dass es hier in den Ecken ganz rot wurde. Da dachte ich mir, nee, das muss weg. So, und in diesem Zuge, das muss weg, habe ich so überlegt, wie es euch wohl so geht. Wir haben ja alle sehr viel, ne? So ein Leben ist ja lang. Wir konsumieren ja das ganze Leben. Eigentlich jeden Tag kaufen wir irgendwas ein oder fast jeden Tag. Gut, also Lebensmittel ist logisch, aber man kauft, man wird ständig verführt, auch durch YouTube, klar, durch die Werbung, durch die vielen, vielen Angebote, die es so gibt. Ne, überall schreien sie Sale und Prozente und man wird daran erinnert, jetzt auch per SMS oder per E-Mail oder whatever, die haben ja unsere Adressen von sonst woher. Man ist ja so ein gläserner Mensch geworden. Also dieses Ausmisten, Loslassen, Entrümpeln, was wir wirklich mehrmals tun sollten im Leben, also mindestens, also einmal im Jahr bestimmt, ist meine Meinung. Weil ich denke, also bei mir ist es auf jeden Fall der Fall, so eine äußere Ordnung ist doch eine innere Ordnung, die man so hat mit sich selbst. Gut, es gibt Menschen, die kommen nur im Chaos klar, die würden von, oder an einem leeren Schreibtisch würden die verzweifeln, die brauchen dieses kreative Chaos, wie man das nennt, aber da ist eben jeder anders gestrickt, genauso wie es die Nachtmenschen und die Frühaufstehermenschen gibt, ist es wohl auch hier der Fall. Die einen mögen das Chaos, die anderen mögen die Ordnung. Aber es sammelt sich ja sehr viel an im Leben und Besitz ist Ballast. Und der kann einen irre machen. Also nicht nur, weil alles voll ist und zugestellt ist und jetzt bimmelt das schon wieder. Es tut mir leid, ich habe blöderweise das Handy hier liegen gehabt. Egal, lassen wir es jetzt. Ich finde es übrigens sehr unhöflich, wenn man mit jemandem im Gespräch ist und der das Gespräch unterbricht und aufs Handy guckt. Ne? Ist auch so eine Unart. Was ist jetzt wichtiger, ne? Das Gespräch der Gegenüber oder dieses Bimmeln da, so ein Piepton? So, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Also loslassen, entrümpeln, entsorgen. Tja, manche brauchen einen Plan dafür, die schreiben sich das auf. Oder es bietet sich ja immer an im Frühjahr, jetzt ist ja der Frühjahrsputz so angesagt, hat früher die Großmutter gemacht und die Eltern und wir machen das ja irgendwie auch. Nicht nur, dass wir die Fenster putzen, auch mal die Schränke aufmachen. Und zwar kann das schon im Bad losgehen, in der Küche und dann weiter Kleiderschränke, Bücherschränke. Ich habe zum Beispiel so viele Bücher entsorgt. Ich habe die jetzt nicht weggeschmissen, ich habe die in so ehemalige Telefonzellen gestellt, die es gibt. Ich habe sie in Bibliotheken gebracht. Da erfreuen sich andere Menschen da, also darüber. Weil Bücher wegschmeißen, das kann ich irgendwie nicht. Aber man hat, das sind ja auch Staubfänger. Ne? Natürlich ist es schön, wenn in einer Wohnung Bücher stehen. Aber diese Bücher, wenn wir sie nicht mehr lesen oder nicht mehr anschauen, die stehen da rum und beanspruchen sehr viel Platz. Und das kann ja eigentlich weg. Es sei denn, man möchte oder man hat den Platz und möchte jetzt eine Bibliothek, dann ist es was anderes. Also ich habe Unmengen von Büchern weggegeben. Ich habe meine Küchenschränke aussortiert, was an alten Gewürzen, also Gewürze laufen hier auch ab. Die sind jetzt nicht schlecht, aber die haben keinen Geschmack mehr, keine Wirkung mehr. Oder was sich so eben so ansammelt in so einer Vorratskammer, was man nicht mehr braucht, das kann man alles entsorgen. Und je mehr Platz ihr habt, es wirkt luftiger, eure Wohnung oder euer Haus. Und ihr könnt aufatmen. Das macht was mit euch, wenn ihr euch von gewissen Dingen trennt. Aber das ist nicht einfach, ich weiß das. Man kann natürlich den Kleiderschrank jetzt alles rausschmeißen und dann nur das reinhängen, was man wirklich mag und noch anzieht. Es gibt ja so eine Regel, 2 oder 3 Jahre, also wenn man etwas 2 oder 3 Jahre nicht anhatte, dann sollte man das
entsorgen. Wenn man es nicht mehr sieht, ist es auch aus dem Kopf raus. Ne? Natürlich tut es in dem Moment weh. Wir haben das gekauft, wir haben bestimmt alle irgendwelche Fehlkäufe in den Schränken, besonders bei Klamotten, wo man denkt, ach ja, das ist hübsch, nehme ich mir mit, aus irgendeinem Frustkauf heraus oder einer guten Laune heraus oder weil es einem gerade mal gefallen hat und dann zu Hause hat es einem nicht mehr gefallen, dann hat man es vergessen zurückzubringen oder man konnte es nicht zurückbringen. Gründe dafür gibt es genug, man hat es aber nicht angezogen und dann liegt es da rum oder es hängt da rum. Kleidung wegzuschmeißen finde ich jetzt nicht so günstig. Es gibt genug karitative Einrichtungen oder eben auch diese Kleidersammelspenden, diese Boxen, diese Container, die in den Städten herumstehen. Da kann man die Kleidung und Schuhe entsorgen. Es gibt Menschen, die das brauchen, die das benötigen, die kommen dann in irgendwelche Einrichtungen und werden dort verteilt. Aber das sollte natürlich Kleidung sein, die auch andere noch tragen, jetzt nicht irgendwie was Verschlissenes. Und das Ding, das Verrückte ist ja, man denkt ja, ach nee, das brauche ich noch, aber man braucht es nicht. Und zu sagen, ja gut, das ziehe ich dann mal an, wenn ich jetzt putze oder so. Oder für noch schlimmer ist ja, wenn man sagt, ach, das ist was fürs Bett. Also das gar nicht. Also alle Sachen, die ihr nicht auf der Straße anziehen wollt, zieht die auch bitte nicht im Bett an. Also man muss jetzt im Bett nicht wie so eine Schlumperliesel aussehen, auch wenn ihr alleine lebt. Ich finde, so eine gewisse Schlafästhetik, auch jetzt nicht nur die Bettwäsche um das Bett, sondern auch wie man sich selbst für die Nacht zurecht macht, das macht auch was mit uns. Ne? Gut, wir müssen jetzt nicht in irgendwelchen aufreizenden Negligés oder Spitzenhemdchen uns ins Bett legen, kann man natürlich auch machen, ist auch hübsch. Aber jetzt nicht mit irgendwelchen zerrupten, zerransten T-Shirts, nur man meint, nur gut, das kann ich ja im Bett anziehen. Und was auch eigentlich totaler Quatsch ist, hat man früher gemacht, das ist für gut. Ne? Das hebe ich mir für gut auf, die Handtasche nehme ich nur für gut oder die Schuhe ziehe ich nur für gut an. Ich meine, wann ist für gut? Für gut ist immer jeden Tag. Wir sollten uns so kleiden, dass wir uns gefallen. Genau, dass wir uns gefallen. Also ich habe auch so Phasen, wo ich am liebsten so schlumpert rumrennen möchte, in irgendeiner Yoga-Hose und ein T-Shirt drüber. Man hat manchmal einfach nicht den Bock, ne? Sich immer so zu stylen und alles passend. Besonders wenn man jetzt auch freiberuflich arbeitet oder gut, wenn man jetzt immer ins Büro muss oder mit Menschen zu tun hat, muss man sich natürlich dementsprechend anziehen. Aber wenn man jetzt für sich ist oder auch jetzt Menschen, die nur noch zu Hause sind, jetzt, die jetzt schon das Rentenalter erreicht haben, ich glaube, da fällt es manchmal schwer, so diesen inneren Schweinehund zu überwinden. Ach, jetzt mache ich mich mal schick, ne? Jetzt mache ich mich hübsch. Aber das ist für unser Wohlempfinden und für unser Auftreten besonders wichtig, aus uns das Beste herauszuholen. So, also aufräumen, putzen. Beim Putzen kann man zum Beispiel auch ein paar Dinge gleich mit entsorgen. Ihr glaubt ja gar nicht, was sich da so ansammelt oder anfindet im Bad, in der Küche, im Wohnzimmerschrank und im Kleiderschrank natürlich. Unterwäsche ist auch so ein Ding. Irgendwelche Unterwäsche, irgendwelche verschlissenen Sachen, wo die Nähte aufgeräufelt sind oder wo ein Träger abgerissen ist und. Es gibt Beispiele ohne Ende, auch die Socke, ne? Das berühmte Sockenpaar, wo einer fehlt und man glaubt, na, irgendwann finde ich den wieder, ihr findet den nicht wieder, schmeißt ihn weg, aber vielleicht findet ihr ihn dann, okay, dann hat sich das sowieso erledigt. Ja. Ja, also dieses Entrümpeln ist auch für die Seele gut. Dieser berühmte Spruch, weniger ist mehr. Und gut, man entrümpelt, glaube ich, auch, wenn man umzieht, das ist auch so ein ganz, das ist auch so ein festes Date mit uns und unseren Sachen. Da mistet man aus. Aber viele leben ja ein Leben lang in ihrer Wohnung oder in ihren Häusern und kaufen immer dazu und die Schränke, die quillen über und man braucht die Sachen nicht. Oder wenn man jetzt noch irgendwelche Keller hat oder Dachböden, was sich da so ansammelt. Es geht jetzt nicht so um Erinnerungsstücke. Ja? Obwohl, ich habe das ja jetzt gemerkt, als ich den Haushalt meine Mutter ist ja auch verstorben im letzten Jahr, wenn man dann so aussortiert, ne? Und also das Leerräumen muss so ein Haus, ne? Also was sich da ansammelt und keiner will das Zeug haben. Wenn man denkt immer, ach naja, für die Kinder oder so, ne? Diese Vererberei, was man da teilweise alles machen muss, was einem da so hinterlassen wird, das tut einem dann noch selber in der Seele, wie man diese liebgewonnenen Dinge der Eltern zum Beispiel, wenn man die irgendwie entsorgen muss, ne? Aber man kann ja nicht alles mitnehmen, man kann ja sich jetzt nicht auch das Haus oder die Wohnung vollstellen. Man muss sich also trennen. Deshalb finde ich es gut, wenn man das also zu Lebzeiten macht, also in der Zeit, in der man noch lebt, in dieser Wohnung, in diesem Haus, weniger ist mehr.
Und vielleicht kann ich euch mit diesem kurzen Laber-Quatsch-Video einfach dazu ein bisschen ermuntern, jetzt mal durch die Zimmer zu gehen, eure Schränke zu öffnen und zu gucken, sag mal, was ist da eigentlich alles drin? Was kann weg? Also ich weiß eins, es ist schwer, weil man hat sich ja diese Sachen alle irgendwann mal angeschafft, ne? Es ist schwer. Aber glaubt mir, wenn ihr dann einen gut sortierten Kleiderschrank zum Beispiel habt oder einen schön aufgeräumten Küchenschrank, wenn ihr das dann wieder aufmacht, ihr werdet euch erfreuen daran. Es ist erstmal so eine Sache, die man gerne, gerne vor sich herschiebt, aber macht es einfach. Weil mein Slogan ist, äußere Ordnung ist auch eine innere Ordnung. Also ich brauche so feste, na, so Balken, nicht Pfosten, nee, wie sagt man denn, Säulen, Säulen in meinem Leben. Und da gehört auch eine gewisse Ordnung und Struktur mit dazu, die ich mir selbst auferlege und die ich immer so in Intervallen führe ich das dann durch. Und ich habe zum Beispiel jetzt hier, ich sitze jetzt hier und habe hier auch eine Menge Zeug, die ich wegtun muss, weil sie zwar noch schön sind, so von der Optik her und es mir auch wehtut, aber ich vertrage sie zum Beispiel nicht. Das ist auch ganz wichtig. Schaut bitte bei euren Schminksachen mal nach. Also ganz wichtig, also Lidschatten, die haben wirklich keine unbegrenzte Haltbarkeit. Auch diese pudrigen Dinger. Ich dachte ja gut, Puder hält sich länger als ein flüssiges Produkt, aber auch die können irgendwann komisch wirken auf den Lidern. Das habe ich ja nun gestern erlebt und also schaut mal nach. Ihr findet bestimmt einiges. So, und ich habe jetzt auch, ich habe so eine Schüssel, wo ich immer meine Aufgebrauchssachen so reinschmeiße jetzt, um die dann zu zeigen. Und ich hatte ja erst ein Aufgebraucht-Video gemacht und es ist schon wieder so ein Haufen Zeug. Gut, das waren jetzt, ich habe das Gefühl, es kommt dann so viel auf einmal. Ne? Dann gehen die Putzsachen alle, die Haarwäschen gehen alle, dann gehen die Cremes alle, es geht dann alles so auf einmal zur Neige. Tja, ihr Lieben, also das ist jetzt hier so mein Sonntagsvideo, Quatsch, nee, mein Samstagsvideo am Ostersamstag. Ich weiß ja nicht, was ihr so vorhabt. Also bei uns ist nur Sonntag Familientag, Brunch und ich muss noch einiges dafür einkaufen und vorbereiten. Ich weiß nicht, also ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so macht, ne, ob ihr essen geht oder ob ihr euch auch trefft. Also Ostereiersuchen gibt es nicht mehr bei erwachsenen Kindern. Ich habe noch keine Enkelkinder, aber so gewisse Dinge, die man, also ich lebe ja nur in Frankfurt und in Frankfurt ist die grüne Soße. Das ist ja so ein Original, so ein regionales Gericht. Also diese grüne Soße, die wird aus Kräutern gemacht. Und ich werde die grüne Soße machen und Eier und ein bisschen Schinken dazu und Kartoffeln. Da werde ich einen schönen Hefezopf backen und so allerhand kleine Schweinereien noch mal schauen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Osterfest. Heute ist Samstag, ich muss auch noch mal los, ne? Dann wird es wahrscheinlich überall sehr, sehr, sehr voll sein. Macht euch nicht so einen Stress. Es kommen Freunde oder Familie, es muss nicht alles perfekt sein. Auch im Unperfekten liegt ein gewisser Charme. Seid gut zu euch und bis bald. Tschüss. Ach so, danke fürs Zuschauen noch, ja? Und morgen stelle ich auch noch ein Video rein. Am Sonntag und mit einer kleinen Überraschung. Bis bald. Ciao.